Das Ziel war ganz klar, deutscher Meister zu werden. Deshalb ist die Enttäuschung groß, weil wir speziell in der zweiten Halbzeit doch die ein oder andere Torchance noch hatten, um das Spiel hier wirklich zu gewinnen. In der Frauen-Bundesliga sind jetzt zum Schluss hätten noch drei Mannschaften deutscher Meister werden können. Und Potsdam war bis vor einigen Wochen auch noch in der Verlosung. Und es können sich nur zwei direkt über die Liga qualifizieren. Wir haben es wieder geschafft. Es ist natürlich nicht einfach, es tut schon ein bisschen weh. Aber wir müssen uns jetzt über die direkte Qualifikation für die Champions League freuen. Und damit müssen wir uns dieses Jahr zufrieden geben. Man hat das Gefühl, wir haben ein bisschen Angst und uns hat der Druck irgendwie ein bisschen gelähmt, den wir natürlich hatten vor dem Spiel. Dadurch, dass es einfach ein Tor war, was wieder gefehlt hat und man wirklich die nötigen Chancen auch hatte und hundertprozentigen Chancen, wenn ich an meinen Kopfball denke, den mache ich vor vier Monaten mit Augen zu rein. Es wollte einfach nicht heute passieren und dann ist das einfach ärgerlich. Wir haben uns den Pokalsieg auch redlich erarbeitet in der letzten Woche und die Champions League Quali jetzt auch. Es war eine spannende Saison für die Bundesliga. Bayern München ist dann auch halt verdient Meister geworden, wenn sie alle Spiele ungeschlagen bleiben. 22 Spiele ungeschlagen ist schon eine tolle Sache. Wir waren letzte Saison 21 Spieltage ungeschlagen. Bayern hat es dann einfach überbieten und sind da zu Recht dann auch Meister geworden. In erster Linie sind wir ganz klar enttäuscht, weil wir uns natürlich viel vorgenommen haben für dieses Spiel. Und ich denke, wir haben aber trotz alledem ein sehr gutes Spiel gezeigt, haben ja konstant einfach Druck gemacht, den Wolfsburgern das Leben sehr schwer gemacht. Und ich fand auch, dass wir die bessere Mannschaft waren. Im Großen und Ganzen wissen wir, dass wir am Donnerstag wie gesagt, nochmal die große Chance haben, eben mit einem Sieg nicht nur Champions League-Sieger zu werden, sondern gleichzeitig auch qualifiziert zu sein. Und das ist unser ganz großes Ziel. Und wenn wir so spielen wie heute, glaube ich, wird es sehr schwer werden für Paris.